Wegen Knieproblemen und einer Erkältung war der Einsatz von Arthur Merkel lange fraglich, doch am Ende gab der RWE-Angreifer grünes Licht und ersetzte den verletzten Andrei Starzew als Kapitän im Auswärtsspiel bei Luckenwalde. Erfurt wollte den Schwung aus dem BFC-Spiel mitnehmen. Dritte Minute, Ball an die Hand von Vierling. Situation läuft weiter. Merkel mit dem Abschluss, doch die Situation vorher interessant. Der Arm ist draußen, berührt ganz klar den Ball, keine Absicht, aber so eine Situation wurde in dieser Saison auch schon gepfiffen. Am Ende Titel, der die Situation bereinigt. Erfurt mit einem seriösen und konzentrierten Auftakt. 22. Minute, der Schuss von Merkel gegen den BFC an allen drei Toren beteiligt. Nur drei Zeigerumdrehungen später, Badu findet Seaton. Der Jamaikaner kann in dieser Saison nur doppelt treffen. Aber wenn er trifft, dann hat Erfurt in dieser Saison bislang immer gewonnen. Kommt hier völlig blank zum Kopfball. Da war mehr drin. Fabian Gerber merkte, seine Mannschaft war richtig gut dabei. Einzig und allein die Chancenverwertung bislang das große Manko. Luckenwalde konnte mit einem Sieg an Erfurt vorbeiziehen. 37. Winter, Plath gut und dann die Mega-Möglichkeit. Luca Dahlke verzieht, trifft das leere Tor nicht. Das ist ein ganz heißer Anwärter auf den Titel. Fehlschuss der Saison. Da hat er nicht die letzte nötige Überzeugung, den im Kasten unterzubringen. Aber es wirkte wie ein Weckruf. Nur zwei Minuten später dieser Chip von Vierling auf Gollnack. Und der macht das ganz elegant. Drittes Saisontor von Simon Gollnack. Es ist nicht ganz aufzulösen, ob es tatsächlich abseits ist wegen der Bilder. Aber Michael Braune war es egal. So einfach kann Tore schießen sein. Zweimal durch die Luft. Einmal hebelt Vierling die komplette Abwehr aus. Und dann hat Plath keine Chance bei diesem Lupfer von Simon Gollnack. Eigentlich ein eher untypisches Tor für Luckenwalde, die eher für ein überlegtes und gepflegtes Kurzpassspiel stehen. Aber ja, so kann man doch auch treffen und so ist das auch sehr sehenswert. Mit diesem Treffer ging es dann in die Halbzeit 1:0 für Luckenwalde. Erfurt kam danach gut aus der Kabine, aber der FSV hielt dagegen. 51. Minute, Butendeich fällt im Strafraum und Schiedsrichter Rasmus Jessen zeigt auf den Punkt. Adesida trifft Butendeich, der Elfmeter, die Entscheidung unstrittig in dieser Situation, kommt da einfach den berüchtigten Schritt zu spät. Gollnack wollte den Doppelpack im Duell gegen Plath und die Nummer 40 von RWE hält den Ball. Jean-Marie Plath, zweiter Liga-Einsatz. Die neue Nummer 1 hat Lukas Schellenberg im Kasten verdrängt und sammelt hier Argumente, weiterhin die Vollzeitkraft im Tor von Erfurt zu bleiben. Streckt da noch den linken Fuß raus, obwohl er sich schon für die Ecke entschieden hatte. Erfurt auswärts erst 7 Punkte geholt, erst ein Sieg. Die Bilanz ist ausbaufähig und sie kamen. 53. Minute, ein Gewusel. Am Ende steckt Seaton durch auf Schwarz mit der Hereingabe. Und dann haut der Routinier Hellwig fast das Ding ins eigene Tor. Glück in dieser Situation. Nur 3 Minuten später. Gollnack wird da gelegt von Schwarz und die Bank von Luckenwalde springt auf, inklusive Trainer Michael Braune, der sich da aus Schutz vor der Gesundheit seines eigenen Spielers echauffierte. Es entbrannte eine wilde Rudelbildung. Und jetzt achten Sie mal, am linken Bildrand, Schwarz kommt da klar zu spät und auch in dieser Position des Feldes ist das überhart und nicht angemessen. Es gab glattrot von Schiedsrichter Rasmus Jessen und auch die Ampelkarte für Michael Braune. Die Emotionen des Coaches waren wohl etwas zu viel für den Referee. Und Fabian Gerber merkte, ein Mann weniger, da musste man sich taktisch noch was einfallen lassen. Aber Erfurt bäumte sich auf. 63. Seaton tippt weiter auf Merkel, der rüber zu Elva und der fällt dann. Aber der Referee sagt, nee, da war nichts. Und in der Zeitlupe sieht man auch nochmal, kein Kontakt von Dahlke, sondern Elva tritt in den Boden. Richtige Entscheidung des Referees.
Erfurt machte auf. Es ergaben sich immer mehr Räume für Luckenwalde. 71. Geißler zieht ab. Pfosten! Weil Jean-Marie Plath, der beste Erfurter, an diesem Sonntagnachmittag wieder zur Stelle war und seine Mannschaft vor dem endgültigen K.O. bewahrte. Nur 4 Minuten später wieder Luckenwalde. Diesmal Winter, wieder Plath. Und dann kriegt es Erfurt erst geklärt und nochmal Geißler dann über den Kasten. Michael Braune merkte, das Ding ist noch nicht durch. Er konnte sich noch nicht zurücklehnen wegen der fahrlässigen Chancenverwertung. 76. Minute. Luckenwalde holt sich den Ball von Erfurt und dann schlagen sie doch zu. Der eingewechselte Till Plumpe mit seinem ersten Saisontor. Eine Viertelstunde vor Schluss und man konnte erkennen, Luckenwalde wusste, damit gehen sie einen kräftigen Schritt in Richtung dritter Heimsieg in Folge. Die letzten beiden Heimspiele haben sie jeweils 2:0 gewonnen und jetzt besorgt Plumpe hier auch das gleiche Ergebnis wie gegen Hertha und gegen Lok. Aber es war ja noch ein bisschen was auf der Uhr und sie versuchten noch ein bisschen an der Ergebnistafel zu schrauben. Wieder Jordan Winter und wieder ist die Endstation Jean-Marie Plath. Jordan Winter bislang 9-mal getroffen, der gefährlichste Angreifer bei Luckenwalde. Eine Minute vor Schluss. Erfurt verliert den Ball und Luckenwalde schaltet um. Plumpe und Dahlke starten in der eigenen Hälfte, deswegen kein Abseits. Dahlke bekommt die Kugel und dann heißt es, wie man so schön im Tennis sagt, Game, Set, Match. Luca Dahlke, erstes Saisontor, kam im Sommer 2022 von Union Berlin von der U19 und macht da seinen Fehlschuss aus der ersten Halbzeit vergessen. Plath wird da auf dem falschen Fuß erwischt und kann da auch nichts mehr ausrichten. Und bei Erfurt, bei den Fans, entbrannte so langsam richtig großer Frust. Sie waren mit dem Ergebnis überhaupt nicht einverstanden, aber es gab dann doch noch 5 Minuten Nachspielzeit und die nutzte Luckenwalde. Überragender Ball und dann kommt Winter an die Kugel und jetzt ist er, was die geschossenen Tore angeht, zweistellig. 10. Saisontor von Jordan Winter, der in den letzten 5 Ligaspielen 1-mal getroffen hatte, wird hier mustergültig bedient und setzt dann auch noch Schulz auf den Hosenboden. Erfurt wird in dieser Schlussphase wirklich gedemütigt. Ein rabenschwarzer Nachmittag für RWE. Ist irgendwie wie ein roter Faden aktuell, der sich durch die Saison zieht mit den Verletzten, mit den Spielverläufen, wie sie zustande kommen, wo du selber einfach die Kugel nicht reinmachst. Und ja, es ist wie gesagt extrem ärgerlich, es ist auch extrem bitter, aber hilft nichts. Wir müssen da durch und müssen weitermachen und gucken, dass wir schnellstmöglich wieder gucken, dass wir auf die Siegerstraße kommen. Erfurt kann, muss in Führung gehen. Ich glaube, dann mit der ersten super Chance von uns, kurz vor unserem 1-0, haben wir dann gemerkt, dass hier was geht. Und ich glaube, hinten raus war das völlig verdienter Sieg. Ja, ich glaube schon, dass wir, jetzt sind wir auf Platz 6, dass wir da Zeichen nach oben setzen können, dass wir auch gegen solche Mannschaften höher gewinnen können oder auch gewinnen können. Und ich glaube, mit der Mannschaft ist sehr, sehr viel möglich. Trotz bescheidener Mittel rockt Luckenwalde die Liga. Sie sind derzeit voll im Soll mit 22 Punkten. Und Rot-Weiß Erfurt nach dem Hoch gegen den BFC, ja, jetzt wieder ein Tiefschlag. Aber man demonstrierte Zusammenhalt nach Ende des Spiels mit den eigenen Fans.